In der vergangenen Nacht rückten die Feuerwehren aus Winningen, Aschersleben, Neukönigsaue und Wilsleben gegen 23.30 Uhr zu einem Kellerbrand nach Winningen aus. Beim Eintreffen der Wehren hatten die Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses bereits ihre Wohnungen verlassen und die Einsatzkräfte hatten die Lage schnell unter Kontrolle. Ein in Brand stehendes Sofa konnte schnell gelöscht werden und wurde dann ins Freie befördert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und begann noch in der Nacht mit der Suche nach dem Täter, wobei auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Die Bewohner konnten nach Belüftung des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurück. Nach ersten Schätzungen soll sich der Schaden auf etwa 5.000 Euro belaufen.